Grüezi miteinander. Ich begrüße ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und heute haben wir einen hochinteressanten Gast bei uns in der Sendung. Wir konnten eine Verbindung zum Thüringer Alterspräsident des Landtags aufgleisen, Jürgen Treutler, gebürtiger Sachse, wie er mir gesagt hat, heute lebhaft in Sonneberg, Thüringen. Jahrgang 1951. Er war es, der diese tumultartige konstituierende Landtagssitzung geleitet hat. Herr Treutler, vielleicht ganz am Anfang erste Frage: Was war da los genau? Was war das für ein Chaos, das wir da erlebt haben, mit dem Sie auch national in Deutschland und über die Landesgrenzen hinaus bekannt worden sind? Was war da genau los im Thüringer Landtag? Also das war im Parlament wie in einem Hexenkessel, wie in einem Kolosseum voll ausverkauft mit vielen Journalisten und Kameras und alle Blicke waren auf mich gerichtet, wie wird sich denn der Alterspräsident davon schlagen und die Sitzung leiten? Ich wollte die Sitzung problemlos leiten, entsprechend der Tagesordnung und wurde dann ständig unterbrochen von allen linksgerichteten Fraktionen. Es wurde da von Machtergreifung war die Rede, von einem faschistischen Putsch. Was sind da Ihre Gedanken, wenn Sie solche Sachen hören? Es war unglaublich, diese Anschuldigung. Ich wurde ständig in meinem Redefluss unterbrochen. Ich konnte nicht mal meine Eröffnungsrede halten, was üblich ist. Und letztendlich hat der Abgeordnete Andreas Bühl, übrigens auch ein ehemaliger Mitarbeiter des Verfassungsschutzes, kann man nachlesen, bei Wikipedia und überall, hat dann diese Worte gebraucht, die ich nicht in den Mund nehmen werde. Was ist Machtergreifung. genau falsch gelaufen? Ich meine, was ist da, was war da rein ordnungstechnisch, reglementarisch? Ich weiß nicht genau, wie das eigentlich abläuft. Was lief genau falsch aus Ihrer Sicht? Aus meiner Sicht lief anfangs von meiner Seite überhaupt nichts falsch. Ich wollte die Tagesordnung abarbeiten und ich wurde bereits bei der Eröffnungsrede ständig unterbrochen. Es war dann so, dass von dem Präsidenten des Landtages, Herrn Höpfe, übrigens SPD-Mitglied, auch von hinten unterbrochen wurde, teilweise mir hereingeredet wurde. Er hat mich gestört und hat die Mikrofone offen gelassen der Plenumsmitglieder, was eigentlich unüblich ist. Normalerweise erteilt der Sitzungsleiter, egal ob er Alterspräsident ist oder Präsident, das Wort. So geht man vor in einer Sitzung, die normal verlaufen soll. Aber die Mikrofone waren offen für CDU, Linke, BSW, SPD, damit immer Zwischenrufe stattfinden konnten. Mein Mikrofon, ich hatte den Eindruck, wurde sogar teilweise heruntergedreht. Also ist mein persönlicher Eindruck und die anderen höher gedreht, um einfach die Sitzung zu stören. War eine unglaubliche mediale Aufmerksamkeit. Alle Augen waren da auf Thüringen gerichtet, alle Augen waren auch auf Sie gerichtet. Was ist im Nachgang die größte Fake News, die Sie gelesen haben über die AfD, über Sie persönlich? Was war da grundlegend falsch? Also das Wort mit Machtergreifung war absolut nicht richtig. Oder die Darstellung, mich da so vorführen zu wollen, das ist Ihnen aber nicht gelungen. Ich war da standhaft. Für mich war wichtig, dort die Ruhe zu bewahren, die Sitzung zu leiten, damit ein Präsident gewählt werden konnte. Die Tops, die anfänglich sofort beantragt worden wären, in Tagesordnungspunkt 2, 3, 4, 5 ohnehin gekommen. Also die haben einfach nicht abgewartet. Ich hatte den Eindruck, die wollten mich ständig unterbrechen, stören, damit ich die Fassung verliere, damit sie entsprechende mediale Bilder erhalten von mir. Das ist ihnen aber nicht gelungen. Wer das aufmerksam verfolgt hat, wird erkennen, dass die Darstellung, die auch jetzt noch in den Medien stattfindet, nicht richtig ist. Jetzt hat es Thüringen ist ja interessant. Da hat Ihre Partei, die AfD, hat am meisten Wählerstimmen bei den Landtagswahlen geholt.
Aktuell laufen Sondierungsgespräche, da ist vor allem die CDU in einem Flirt sozusagen mit dem BSW begriffen. Da laufen also Be Gespräche. Fragen Sie, wie geht das jetzt da weiter? Wie konstituiert sich da die Regierung? Was wäre da vielleicht auch Ihr Wunschszenario, wie sich die Regierung in Thüringen künftig formieren sollte? Wunschszenario ist ganz klar, wäre aus meiner Sicht, dass der Wahlsieger, die AfD, die mit 32 Vertretern da ist, zusammen dann mit der CDU, mit dem zweitstärksten regieren kann. Das wäre demokratisch aus meiner Sicht, aber es ist wie immer, es tun sich Verlierer zusammen. Ich habe das in der Sitzung schon gesehen, wie die sich geherzt haben. Angefangen von der linken Seite mit Linke 12, SPD, 5 von 6 anwesend, BSW, ein Sammelsurium aus linken Parteimitgliedern mit 15, dann CDU mit 23. Die haben sich geherzt, schon im Parlament war klar zu erkennen, wo die Sache hinläuft. Also aus meiner Sicht eine schwierige Konstellation. Die CDU wird immer weiter nach links rücken und ich denke, das wird ihnen nicht positiv tun. Die werden weiterhin bei den Wählern an Stimmen verlieren durch diese Maßnahmen. Wie denken Sie eigentlich über das BSW, das ja einen eigentlich sehr bemerkenswerten, wenn nicht sogar sensationellen Einstand bei diesen Wahlen geleistet hat, da unglaubliche Prozentstimmen erreicht hat? Wie denken Sie über diese Partei von Sarah Wagenknecht, erst gerade gegründet? Wäre das vielleicht auch sogar der natürliche Partner der AfD, wenn man so weit, oder wenn man zumindest den Medien im Vorfeld dieser Wahl glaubt? Wie denken Sie über diese Partei, die da noch sehr jung sich aufstellt, noch jung ist? Was sind da Ihre Gedanken zum BSW? Also für mich ist es eine Art Phantompartei, die in Thüringen weniger als 100 Mitglieder hat. Es war mal 47 die Rede, dann 87. Also in Sammelsurium aus dem linken Bereich. Plakatiert wurde hier zum Beispiel immer Sarah Wagenknecht. Man hat die einzelnen anderen Kandidaten überhaupt nicht gesehen und gekannt. Sarah Wagenknecht hat mit ihrer Optik und Darstellung dafür gesorgt, dass die Wähler irritiert wurden vom BSW. Sie hat sich von verschiedenen Parteien Thesen herausgenommen in einem 10-Punkte-Programm oder wie das war. Und das hat bei der Bevölkerung gewirkt, bei dem Wähler. Gleichzeitig wurde sie natürlich medial ständig unterstützt, indem man sie hofiert hat in Talkshows und überall. Also ich sehe da vielleicht wieder eine Erstarkung der Linken aus den Linken heraus in Form des BSW. Wird Ihnen da als gebürtiger DDR-Bürger, haben Sie da ungute Erinnerungen? Haben Sie da ein ungutes Gefühl, wenn Sie ans BSW denken? Oder würden Sie sagen, ja, vielleicht im Hinblick auf Frieden? Da haben wir doch eine relativ, auch Migration, haben wir doch auch schon eine relativ große Schnittmenge. Das könnte man sich als AfD-Politiker, wie Sie einer sind, das könnte man sich sogar vorstellen, mit ihr zusammen zu koalieren. Also ich habe natürlich aus DDR-Zeiten in dieser Richtung keine positiven Erinnerungen. Und gerade Frau Wagenknecht hat da eine eindeutige Richtung vertreten. Sie würde lieber die DDR zurückhaben wollen. Ich möchte das nicht. Und was ist eigentlich, was meine, jetzt haben wir das gesehen bei dieser Sitzung, die Sie da geleitet haben, da formieren sich alle Parteien gegen die AfD. Man könnte sagen, es herrscht eine Art Zwei-Parteien-System, alle gegen einen, die AfD und der ganze Rest. Wie ist das eigentlich in dieser Situation? Hat man sich da als AfD-Politiker schon eine Art daran gewöhnt? Regt einem das noch immer auf? Verwirft man da die Hände? Wie sehen Sie das, diese Konstellation? Also für mich ist das fast eine neue Form von SED 2.0. Wenn ich das betrachte, denke ich, das hast du schon mal erlebt in ähnlicher Weise. Ich will das nicht total vergleichen, aber das war vorherzusehen aus meiner Sicht, dass
dass die Wahlversprechen, die vorher gemacht wurden, am Ende nicht eingehalten werden. Wir koalieren nicht mit rechts, nicht mit links. Jetzt ist man dabei, total mit links zu koalieren oder Gespräche zu führen. Die CDU, die ja auch in den letzten Jahren als Steigbügelhalter dieser Ramelow-Regierung fungierte. Und ich sehe das sehr kritisch. Jetzt waren Sie als Alterspräsident, der diese Sitzung geleitet hat, ja eigentlich im Zentrum dieses Vorwurfs der Machtergreifung, dieses faschistischen Putschs. Sie sind gelernter, ich habe mir das herausgeschrieben, Gasmonteur. Dann haben Sie ein Studium in Chemnitz abgeschlossen als Diplom-Ingenieur für angewandte Mechanik, Sektion Maschinenbau. Herr Treutler, können Sie mal sagen, wer sind Sie eigentlich wirklich? Was muss man vielleicht über Sie wissen, damit man so eine ungefähre Ahnung hat, wer Sie sind? Ja, ich bin ein heimatgebundener Familienmensch und habe natürlich eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht, wie Sie schon sagten, dann ein Studium an der Technischen Hochschule Karl-Marx-Stadt damals, heute Chemnitz, erfolgreich abgeschlossen, nicht wie andere Politiker. Ich habe das Diplom und habe dann immer erfolgreich in der Wirtschaft gearbeitet, bis zu meinem Rentenalter und darüber hinaus. Also der E.ON-Konzern hat mich noch 2,5 Jahre länger beschäftigt. Das deutet eigentlich darauf hin, dass ich keine schlechte Arbeit gemacht habe. Ich habe quasi die letzten 15 Jahre als technischer Leiter für ganz Bayern gearbeitet und im E.ON-Konzern eine neue Sparte Trinkwasser, Abwasser, Bädertechnik mit aufgebaut, damit wir als Konzern alles aus einer Hand liefern können, Strom, Gas, Wasser, Abwasser, Entsorgung, Bäderbetrieb für die Kommunen. Was ich für ein Mensch bin, ich bin immer ein politischer Mensch gewesen, aber ich bin erstmalig in eine Partei eingetreten, 2017 in die AfD. Wir sind da hier in der Region sehr erfolgreich. Ich wurde sogar als Stadtratsvorsitzender gewählt. Das ist der erste in Deutschland, hier in Sonneberg, mit 18 Stimmen gegen 8 der CDU, des CDU-Kandidaten und gegen 4 des BSW-Kandidaten. Also wir leisten hier erfolgreiche Arbeit. Wir sind im Kreistag mit 14 Mitgliedern vertreten plus Landrat. Das sind über 35% von 40. Und im Stadtrat mit 10 von 30. Ich übe viele Funktionen aus. Ich bin in Ausschüssen vertreten, ich bin in Aufsichtsräten vertreten, stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender Stadtwerke, Gesundheits-, Sozialausschuss, Kreisausschuss, Kreisentwicklungsausschuss und so weiter. Letztendlich bin ich ein immer positiv denkender Mensch, der ab 2015 diese katastrophale Entwicklung von dieser Bundeskanzlerin Merkel gesehen hat, indem die Grenzen nicht geschlossen wurden. Und ich dann dachte, du hast eigene Kinder. Du musst an dieser Politik versuchen, etwas mitzuändern. Deswegen bin ich in die AfD eingetreten. Übrigens, ich möchte nicht vergessen, an meine Tochter, die in der Schweiz lebt, beste Grüße auszurichten. Die lebt in Horgen, das werden Sie kennen. Ist in der Nähe von Zürich am See. Ist nicht weit von hier entfernt, nicht weit von hier entfernt. Was Sie haben gesagt, Sie waren eigentlich immer schon politisch interessiert, ein politischer Mensch. Können Sie sich erinnern, was Ihr politischer Weckmoment sozusagen war? Was hat Sie entscheidend politisch geprägt? Ja gut, das letztendlich die Entwicklung dann in Richtung AfD prägte unsere ehemalige Bundeskanzlerin Frau Merkel. Und früher vielleicht in der Jugend schon? Oder gibt es da nichts? Ja gut, da war ich auch selbst als Volksvertreter in meiner kleinen Gemeinde tätig für Kultur und Sport. Dann war es natürlich immer so, dass beim Studium in den jeweiligen Wissenschaften zum Thema gesprochen wurde. Man hat schon gemerkt, man kann sich nicht offen äußern. Das könnte in unserem Land zurzeit wieder so geschehen und das wird schwierig. Wie haben Sie, was haben Sie oder was ist Ihre zentrale Erkenntnis aus Ihrer Jugend, aus Ihrer Zeit in der DDR? Was haben Sie da mitgenommen? Wie hat Sie diese Zeit vielleicht auch geprägt?
Ja, das war eine Zeit mit relativ wenig Freiheit, trotzdem mit Bildungschancen für bestimmte Gruppierungen. Ich wurde damals Arbeiterkind und mein Vater hat schwer gearbeitet im Bergbau. Und für mich war das auch ein Aufbruch dazu, zu sagen, du musst dich gut qualifizieren, damit du im Leben gut bestehen kannst. Wir waren ja in der DDR gewissermaßen eingegrenzt. Das hat ja kulminiert dann, dass die Grenzen geschlossen wurden, sogar zu Tschechien, zu Ungarn in der letzten Phase der DDR. Und es herrschte eine gewisse Mangelwirtschaft, obwohl immer angeblich die Pläne erfüllt wurden. Aber diese Erlebnisse haben mich natürlich auch geprägt. Und es ist eigentlich am Ende ein Glück, dass man, ein Glück in Anführungsstrichen, dass man beide Gesellschaftsformen erleben durfte. Was würden Sie sagen, was ist das große Missverständnis gegenüber den Ostdeutschen? Also wir Ostdeutschen, wir lesen auch zwischen den Zeilen und wir haben das ganze Drama, was sich jetzt zurzeit wieder entwickelt, schon einmal erlebt. Und das will man nicht erkennen. Es kommen dann immer Wissenschaftler aus den alten Bundesländern und wollen uns erklären, wie Demokratie funktioniert. Man hat so, wenn man von außen auf Deutschland blickt, hat man das Gefühl, West und Ost, die verstehen sich nicht mehr so richtig. Da herrschen eben, wie gesagt, viele Missverständnisse, dass ja eigentlich dieses geeinte Deutschland wieder gespalten ist in Ost und West. Wie konnte es eigentlich dazu kommen? Es ist tatsächlich so, dass das zum Teil so ist, weil ich den Eindruck habe, dass viele Menschen politisch nicht so interessiert sind. Vielleicht 70% nach meiner Einschätzung. Wir pflegen natürlich gute Verbindungen zu unseren Nachbarn in Bayern. Und das habe ich immer getan und bin dort auch anerkannt. Und das ist das Problem, dass vielen Menschen es in den alten Bundesländern besser geht. Auch die Lohnverhältnisse sind anders als in den neuen Bundesländern, ehemals DDR. Und dadurch, wenn man jetzt die Einschränkung wieder größer macht und wir leben in einer Region, wo ca. 40% Mindestlohn nur hat, dann ist es ganz klar, dass bei steigender Inflation, die ja stattgefunden hat und noch stattfindet, die Menschen unzufrieden werden, besonders in den östlichen Ländern. Es wurden nie große Industriezweige aufgebaut, es wurde zwar einiges neu geschaffen, durchaus anerkennbar, aber es fehlt einfach an der Substanz in den neuen Bundesländern, sprich ehemalige DDR. Also Sie würden sagen, der Osten, habe ich Sie richtig verstanden? Sie sagen, denn dem Osten geht es eigentlich besser. Eigentlich werden die ostdeutschen Bundesländer, die werden unterschätzt. Auf jeden Fall werden die unterschätzt. Es ist natürlich auch hat natürlich auch eine Riesenabwanderung von Fachkräften aus dem ostdeutschen Bereich in die alten Bundesländer stattgefunden. Das darf man nicht vergessen, dass viele gut qualifizierte Menschen von Facharbeitern bis Ingenieuren und so weiter in die alten, also in die ehemaligen Bundesländer ausgewandert sind, um dort ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Was würden Sie sagen, was ist heute eigentlich das größte Problem von Deutschland? Das ist die illegale Massenzuwanderung aus meiner Sicht. Und dann die inflationäre Entwicklung der Energiepreise, die katastrophale Energiepolitik, die stattgefunden hat. Und darunter leiden alle Unternehmen in größter Form. Das heißt, es fließen weniger Steuermittel an den Staat und es wird am Ende nicht ausreichen, um all diese Fantasien zu befriedigen. Die ganzen Sozialsysteme sind gefährdet dadurch, durch die illegale Migration. Es gibt durchaus auch positive Entwicklungen, das sehe ich auch, aber am Ende wird das Sozialsystem geschwächt. Wie lässt sich dieses Problem lösen? Ist diese Vorstellung von einfach die Grenzen zu, ist das nicht zu einfach gedacht? Ist das Problem nicht viel komplexer? Wie würden Sie dieses Problem der illegalen Migration, wie würden Sie das angehen?
Das ist natürlich ein sehr komplexes Problem. Es gibt ja auch die Drittstaatenregelung, das wissen Sie. Und mein Vorbild wäre so das japanische Modell, dass man jemand, der ohne Pass an die Grenze kommt, gar nicht ins Land hereinlässt. Das geschieht daher oft. Die Grenzen sind nach wie vor durchlässig. Man macht uns zurzeit vor, es wird kontrolliert, aber ich habe Informationen, dass zum Beispiel an der tschechischen Grenze nachts gar niemand mehr kontrolliert. Also da kann man durchfahren. Das ist ein Riesenproblem. Man muss in den Ländern sicher, in den schwächeren Ländern, woher die Zuwanderung stattfindet, sicher mehr Unterstützung geben. Aber man darf das nicht durch Kriege machen und die Menschen von dort dann vertreiben. Kriege werden ja in der Regel so geplant, dass sogar Flüchtlingsströme vorprogrammiert sind. Das ist ein Riesenkomplex. Wie gesagt, japanisches Modell, da gibt es auch die Möglichkeit der Gastarbeiter. Da gibt es die auf 3 Jahre zunächst mit Verlängerung. Das machen dann Firmen, die Bedarf haben. Dort ist das so. Oder natürlich Fachkräftezuwanderung, die sehr gerne kommen können. Aber wir können nicht die ganze Welt aufnehmen und unsere Sozialsysteme dadurch aus dem Ruder bringen. Jetzt haben Sie ja vorhin haben Sie gesagt, dass bei dieser Migrationspolitik von der ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel 2015, das war eigentlich so ein bisschen, das war der Treiber für Sie in die AfD. Nun war zu diesem Zeitpunkt, war die AfD, sagen wir freundlich formuliert, auch schon eine umstrittene Partei, eine viel diskutierte Partei, eine verfemte Partei. Was war ausschlaggebend für Sie, der zuvor nicht in einer Partei gewesen ist, aber trotzdem politisch interessiert? Was war ausschlaggebend, dass Sie trotzdem dieser Partei, deren Namen man ja in Deutschland fast nicht zu sagen getraut, dass Sie da trotzdem beigetreten sind? Zunächst musst du erstmal standhaft sein als Mensch, musst ein Ziel haben. Und für mich war das die einzige politische Richtung damals, die eine Zukunft für unser Deutschland und auch für meine Kinder gestaltet. Und deswegen bin ich eingetreten. Ich war da schon weitsichtig und habe gesehen, wie sich das Ganze entwickeln wird. Wer das nicht gesehen hat, tut mir leid, da fehlt es an Sachverstand. Ich kann doch nicht jeden Menschen, der hier reinkommt, der unterqualifiziert ist, der ein kleiner Teil islamistisch geprägt ist, politischer Islamismus, den lehne ich ab, kann ich doch nicht ins Land lassen. Das führt automatisch zu mehr Kriminalität. Ich sagte es vorhin schon, Veränderung der Sozialsysteme und so weiter. Am Ende ist dann nichts mehr sicher. Natürlich muss man Menschen, die Asyl brauchen, helfen, aber man muss auch eine geschickte Einwanderungspolitik machen mit Fachkräften, die unser Land stärken, die am Leben ja teilnehmen. Das macht den Großteil. Ich habe da selbst Beispiele. Ist es auf keinen Fall so, dass die AfD irgendwelche ausländische Menschen, die hier gut integriert sind oder die Hilfe brauchen, aus dem Land treiben will. Das sind mediale Dinge, die hier dargestellt werden, die einfach nicht der Tatsache entsprechen. Was halten Sie von diesem Vorwurf, die AfD sei eine rechtsextreme Partei, die sei gesichert rechtsextrem? Was halten Sie von diesem Vorwurf, die AfD ist rechtsextrem? Na gut, der Verfassungsschutz ist ja weisungsgebunden von der Politik in Deutschland, das ist so. Und man sieht ja, was zum Beispiel in Thüringen für Politik an der Macht ist. Und entsprechend weisungsgebunden wird es dann dargestellt. So, es werden einzelne Dinge gesucht. Teilweise wird die AfD auch unterwandert. Es ist ja sogar so heute, dass der ehemalige Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen auch derartig bezeichnet wird. Also aus meiner Sicht ist im Leben immer alles eine Definitionsfrage. Wer nicht weit genug links ist, der ist halt rechts. So. Ich sehe die AfD
als Partei der Mitte an. Was ist überhaupt rechts? Also wir sind auf keinen Fall radikal. Ich lehne jede Art von Radikalität ab, ebenso Linksradikale. Was würden Sie jemandem sagen, der trotz allem ein ungutes Gefühl hat, wenn er an die AfD und an die Vertreter dieser Partei denkt, an die Reden, an die Aussagen, dem einfach nicht so recht wohl zumute ist, der vielleicht sogar liberal-konservativ eingestellt ist, aber sich da trotzdem nicht so recht angezogen fühlt, das Vokabular überspitzt, zu zugespitzt findet? Wie würden Sie da vielleicht ein bisschen entwarnen? Wie würden Sie so einem Menschen ein bisschen den Zug aus den Segeln nehmen? Das passiert ja oft, zum Beispiel bei Bürgerdialogen und Wahlständen. Ich komme gerne mit diesen Menschen ins Gespräch und stelle das dar, was wir tatsächlich wollen. Die kennen teilweise unser Programm gar nicht. Es wird von den öffentlich-rechtlichen Medien ganz anders dargestellt. Und das ist das Hauptproblem. Man muss mit den Bürgern, den Wählern, mit der ganzen Bevölkerung gut ins Gespräch kommen und ihnen tatsächlich zeigen, wer man ist. Vertrauen aufbauen ist ganz wichtig. Und ich meine, keine Partei, kein Mensch ist perfekt. Was würden Sie sagen als Mitglied der AfD? Wo sehen Sie da noch? Ich meine, es ist eine junge Partei, die sich selbst noch ein bisschen am Finden. Wo sehen Sie da die Schwächen, die Probleme? Wo muss man vielleicht vermehrt darauf Acht geben? Wo haben vielleicht sogar die AfD-Kritiker, wie sie ja zuhauf auftreten, wo haben die vielleicht einen trotzdem recht? Wo liegen die richtig, vielleicht die AfD-Kritiker? Wo sind die Schwachstellen? Also ich sehe im Augenblick keine Schwachstellen. Schwachstellen sind in der Form vorgeprägt, dass wir in öffentlich-rechtlichen Medien nicht auftreten oder ganz selten auftreten dürfen und in geringer Anzahl. Das heißt, es ist immer ein Sammelsurium von Gegnern, ähnlich wie im Thüringer Landtag jetzt so und so viel, tun sich zusammen gegen diesen jeweiligen AfD-Abgeordneten, der da vielleicht einmal eingeladen wird und zu entsprechenden Themen sprechen darf. Meist sind es dort vorgefertigte Darstellungen, mediale Einspielungen und so weiter. Da müssen wir besser werden. Wir müssen vielleicht ein eigenes Medium aufbauen noch mehr, dass wir dort besser werden und die Bevölkerung richtig informieren über die Tatsachen, die geschehen. Das ist wichtig. Wir werden teilweise dort ausgebremst, ausgeschlossen und falsch dargestellt. Man sieht es jetzt auch wieder an meiner Person. Ich werde durchs Dorf getrieben in allen Medien, obwohl ich nur eine Sitzung normal leiten wollte. Und man hat mich gestört und man wollte tumultartige Szenen haben, so dass ich irgendwie falsch aggressiv reagiere. Das ist denen nicht gelungen. Natürlich habe ich Ordnungsrufe erteilt, aber was hätte ich denn machen sollen, wenn dieser Mann in einer Art von Missachtung des Alterspräsidenten, überhaupt des Alters, so vorgeht? Das ist doch keine Qualität, was ich da erlebt habe. Ich war entsetzt. Aber ich habe das abperlen lassen. Ich kann Ihnen sagen, ich erhalte heute Drohanrufe und alles. Sie bekommen gefährliche Pakete zugestellt und so weiter. Es passiert viel im Nachgang hier. Da muss man stark sein. Und das bin ich. Was gibt Ihnen da vielleicht Kraft, um in dieser turbulenten Zeit so den Kopf nicht zu verlieren, den Optimismus nicht zu verlieren? Was gibt Ihnen da die Kraft? Tja, was gibt die Kraft? Man merkt, dass Menschen hinter einem stehen. Das ist erst gestern wieder geschehen. Es gab eine Demo, eine Kundgebung in Sonneberg, wo viele Menschen mich beglückwünschten. Die Kraft der Familie, der Ehefrau, ganz wichtig. Man merkt das in Deutschland sehr schnell, da wird viel wird bei der AfD auf die Person anstatt auf die Sache gespielt. Und groß im Zentrum waren sie, aber vor allem in Thüringen groß, in der großen Aufmerksamkeit
Die hat ja die Reizfigur Nummer 1, Björn Höcke, der Vorsitzende der Landtagsfraktion der AfD. Was würden Sie sagen, was ist das für ein Mensch? Wo liegen vielleicht da auch die Missverständnisse, wenn es um diese Person Björn Höcke geht? Wie nehmen Sie diesen Mann wahr? Was ist das für ein Mensch? Wie denken Sie über Björn Höcke? Das ist ein Familienmensch, der selbst vier Kinder hat, der mitten im Leben steht und der eine gewisse Auffassung hat von unserem Land, wie es uns besser gehen könnte. Es ist der Chef unserer Partei und ich betrachte ihn positiv. Ich kenne ihn persönlich seit vielen Jahren und er ist zur medialen Zielscheibe geworden. Egal, was er sagt, es wird etwas aus dem Redekontext herausgegriffen, es wird anders dargestellt, als es tatsächlich gesagt hat. Ich empfehle nur jedem Skeptiker, eine seiner Reden auf auf einer Kundgebung oder auf einem Familienfest einmal anzuhören und mit ihm ins Gespräch zu kommen. Er führt aus meiner Sicht die Fraktion der AfD in Thüringen sehr gut. Das zeigen auch die Wahlergebnisse. Was würden Sie sagen, was ist das zentrale Missverständnis, wenn es um die Person Björn Höcke geht? Er wird falsch dargestellt von einem weisungsgebundenen Verfassungsschutz. Das ist so. Und mehr möchte ich dazu nicht sagen. Was würden Sie sagen, wenn es um Ihre politische Vorbilder, an wem orientieren Sie sich eigentlich? Mir fallen da im Augenblick keine Vorbilder ein. Wenn man es und vielleicht so an die Großen der deutschen Geschichte, so ein Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl, Adenauer, Deutschland ist ja geprägt von großen Figuren, politischen. Franz Josef Strauß, gibt es da jemanden, den Sie gut finden? Vielleicht nicht Ja, ein gut. Vorbild, aber jemanden, den Sie gut finden. Franz Josef Strauß, den habe ich früher selbst mal gewählt, als ich noch jenseits der Thüringer Grenze gelebt habe, in Neustadt bei Coburg. Die CSU war damals eine Partei, die ähnliche Ziele oder fast genau die Ziele verfolgt hat wie heute die AfD. Das haben die etwas vergessen. Gibt es heute noch eine Figur wie Franz Josef Strauß in der Politik? Sehen Sie da jemanden, den Sie vielleicht auch gut finden, der ein gewisses Format hat, wie eben diese genannten Herren? Gibt es da jemanden, dem Sie das Format zusprechen, eines Franz Josef Strauß? Da fällt mir niemand ein jetzt in der deutschen Politik. Wie denken Sie über die Brandmauer zwischen der AfD und der CDU? Würden Sie sagen, dass diese Brandmauer, dass diese Abgrenzung, dieser Abgrenzungsfetischismus zunimmt oder dass sich da diese Beziehung allmählich entspannt, dass diese Brandmauer allmählich zu bröckeln beginnt? Also vor Ort hier in den Gremien, Stadtrat, Kreistag und überall in Thüringen bröckelt das. Da gibt es sachliche, fachliche Zusammenarbeit. Die erfundene Brandmauer, die da von Herrn Merz neu gestaltet wurde, die funktioniert nicht und die wird auch nicht funktionieren. Man kann nicht ein Drittel der Wähler ausgrenzen. Das wird nicht funktionieren. Und ein Drittel der Politiker und mehr. Also. Und ich halte von so einer Brandmauer überhaupt nicht. Man muss in den demokratischen Diskurs treten, diskutieren und für alle Dinge die beste Lösung finden. Und da nutzen keine Brandmauern. Das erinnert mich an Diktatur. Das habe ich schon mal erlebt. Wie würden Sie, was wäre da Ihr Ratschlag, damit sich diese von außen betrachtet aufgeheizte Stimmung, dieses Gegeneinander, damit sich diese Stimmung ein bisschen abkühlt, ein bisschen runtertemperiert, damit sich das ein bisschen normalisiert. Was wäre da Ihr Ratschlag? Also vor Ort funktioniert das. Wir kennen uns ja schon lange, viele Politiker hier in den Gremien. Wir sprechen zusammen und da ist es am Ende egal,
welche Buchstaben davor stehen vor dem Menschen. Er ist erstmal Mensch und kein Parteimitglied in dem Sinne, aber AfD, CDU oder was auch immer ist. Mir ist wichtig, welche Ausstrahlung dieser Mensch hat, welche Gedanken er hat, ob er friedliebend ist und nicht aggressiv ist und gute Ideen hat. Und da ist eine Zusammenarbeit wichtig. Wir müssen einfach im täglichen Leben wieder besser zusammenkommen, weil das Leben sich zurzeit sowieso schwierig gestaltet. Wir haben diesen furchtbaren Krieg in verschiedenen Territorien, in der Ukraine, jetzt im Bereich Israel und so weiter. Furchtbar. Ich bin ein friedliebender Mensch und man muss alles dafür tun, dass der Frieden erhalten bleibt oder gesichert wird wieder. Es muss mehr gesprochen werden, anstatt Waffen geliefert werden. Es muss verhandelt werden. Die Diplomatie ist erforderlich. Und da sehe ich gerade in Deutschland keine Politiker, die an der Macht sind, die zu sowas fähig sind oder sie machen es einfach nicht. Sie machen es einfach nicht. Sie haben zwar kurz vor der Wahl nochmal darüber gesprochen, in Verhandlungen einzutreten, aber es passiert viel zu wenig. Man liest immer wieder, dass sich die Menschen im Alltag nicht mehr so richtig trauen, ihre Meinung zu sagen. Jetzt haben Sie gesagt, das habe ich schon mal erlebt im Anbetracht der Vergangenheit, der DDR. Stimmt das wirklich? Ist man da auf einem falschen Pfad? Und wenn ja, wie würden Sie das korrigieren? Wie würden Sie so dieses Meinungsklima wieder ein bisschen aufbrechen, damit man da freier im Alltag verkehren kann? Es erinnert mich tatsächlich etwas an die Zustände in der DDR. Da durfte man auch nicht alles sagen. Man hat in seinem Wohnzimmer gesprochen über die tatsächlichen Dinge und nach außen hat man vielleicht andere Meinung vertreten. Ich war da schon immer ein kritischer Mensch. Hier scheint die Entwicklung auch in die Richtung zu gehen. Insbesondere halt von der Politik, die jetzt von Berlin ausgestrahlt wird. Verbote, es werden Thesen herausgegriffen, die in der Vergangenheit schon mal benutzt wurden. Mancher weiß gar nicht, dass solche Dinge benutzt worden sind. Die werden dann durch Gerichtsprozesse entsprechend abgeurteilt und so weiter. Also da muss etwas passieren. Das Gut, Meinungsfreiheit ist ganz wichtig. Meinungsfreiheit am Ende sogar bis hin zur Volksabstimmung, wie es in der Schweiz geschieht. Wunderbare Sache. Dafür bin ich auch. Wo liegen die Lichtblicke aktuell in Deutschland? Jetzt haben wir viel über Probleme gesprochen. Was freut Sie, wenn Sie an Deutschland denken? Deutschland ist ein herrliches Land. Leider von der politischen Entwicklung jetzt geschwächt worden. Und das Positive ist, dass meine Politik jetzt auch greift, für die ich mich entschieden habe, und dass immer mehr Menschen aus der Bevölkerung das anerkennen und sagen, das ist vielleicht die richtige Richtung, lassen wir es doch der AfD mal probieren. Geben wir ihnen die Chance, mitzuregieren. Das wird leider zurzeit noch verhindert. Das hat man in Thüringen wieder gesehen. Aber man darf die Hoffnung nie aufgeben. Wir müssen stark bleiben, damit es uns in Zukunft wieder besser geht, als die Entwicklung zurzeit aussieht. Das ist interessant, das wollte ich Sie noch fragen. Letzte Frage. Würden Sie sagen, in Thüringen, da ist die Partei, die AfD, die ja immer noch, wo alle immer noch reflexartig sensibel drauf reagieren in Deutschland, würden Sie sagen, in Thüringen, da ist die AfD in der Gesellschaft, in der Mitte der Gesellschaft vielleicht sogar schon angekommen, da ist eigentlich schon die gehört schon dazu, da ist es eigentlich schon normal oder ist man da immer noch so ein bisschen wie auf Eiern? Wie sehen Sie das? Also ich sehe das absolut so, wie Sie das eben gesagt haben. Wir sind in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Und das ist nicht nur in Thüringen so, das ist auch in meinem Geburtsland Sachsen so und in Brandenburg. Also wir sind da auch natürlich vernetzt und wir wissen, wie das dort ist.
Und ich denke, wir sind da mitten in der Gesellschaft angekommen und die Zukunft wird es zeigen, dass wir eine positive Entwicklung für unser Land haben wollen. Herr Treuter, ganz herzlichen Dank für das Gespräch und liebe Grüße nach Thüringen. Ich danke Ihnen und liebe Grüße zurück.